Also wir leben ja gerade in einem ungesunden Modus, der uns ja auch in die Katastrophe führt. Der heißt höher, schneller, weiter, mehr, 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 wachsen, 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 haben wollen, auf Materiellem viel ausgerichtet, dass man seinen Selbstwert über materielle Güter auch sich erschließt und die Schule. Und da müssen wir raus. Wir haben die ökologische Krise, die Sinnkrise, die soziale Krise und durch Wachstum, wir stoßen an planetare Grenzen, wenn alle so leben würden wie die Deutschen. Nach diesem Lebens- und Konsumstil bräuchten wir mehr als 3 Erden. Also wir müssen jetzt unsere Art zu konsumieren, zu leben, zu kommunizieren, müssen wir verändern. Aus der Konkurrenz gegeneinander in die Kraft des Wir. Zeitwohlstand statt Güterreichtum, teilen statt alles neu kaufen und so weiter. Also diese ganzen Paradigmen wechseln. Und in Schule ist eben dieser Wachstumsmodus auch total eingezogen durch die Ökonomisierung der Bildung, schneller, effizienter, Bestnote, Konkurrenz, Vergleich, die Noten, die auch immer den Vergleich und die Konkurrenz schüren. Und eine Transformation der Gesellschaft braucht auch immer eine Transformation der Bildung. Also raus aus diesem Vergleichs-Konkurrenzmodus, aus Kontrolle, aus Fehlerangst, in Vertrauen, in Wertschätzung, in Potenzialentfaltung. Und toll ist ja, das habe ich am Anfang schon gesagt, im Kontext der Global Goals hat die UNESCO den Weltaktionsplan herausgebracht. Sie sprechen von genau diesem Paradigmenwechsel, den wir jetzt brauchen. Und sie sprechen von transformativer Bildung. Ziel ist die Transformation der Gesellschaft. Und Deutschland hat den nationalen Aktionsplan herausgebracht. Der heißt Nationaler Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung. Kann man sich im Netz herunterladen. Und ja, und da stehen recht richtig mutige Aufforderungen drin. Um das zu schaffen, brauchen wir jetzt Visionen, brauchen wir Kreativität, Ideen, Bildungslandschaften, eine komplett neu gedachte Schule eigentlich. Die Kultusminister haben den alle unterschrieben, aber er wird ganz lange noch in den Schubladen liegen, wenn wir von der Basis das nicht aktivieren und sagen, okay, und jetzt entwickeln wir diese Ideen. Und wenn wir es nicht tun, wer denn sonst? Genau, wer wenn nicht wir? Wer wenn nicht wir? Wer wenn nicht wir?